Im Sommer, da haben Bademeister und Eisverkäufer Hochsaison. Für uns Journalisten ist das eher die saure Gurkenzeit. Denn die politischen Entscheider befinden sich wie die meisten von uns eher im Strandkorb oder in den Wanderschuhen. In diesem Jahr allerdings haben sie ihr Büro nur für kurze Zeit verlassen. Die Landtagswahlen werfen ihre Schatten voraus und das Werben um Wählerstimmen, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Umso mehr freut es mich, dass Thürings Ministerpräsident Dieter Althaus sich heute für uns Zeit genommen hat, hier ganz privat in seinem Garten. Herr Althaus, wie wichtig ist Ihnen diese private Atmosphäre, diese Rückzugsmöglichkeit? Ich lebe hier, meine Familie ist hier zu Hause, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier viele Freunde. Es ist eine entscheidende Kraftquelle für mein Leben. Von hier aus könnten wir zur ehemaligen deutsch-deutschen Grenze wandern. 20 Jahre ist es mittlerweile her. Auch dieses Wahljahr 2009 steht unter dem Aspekt 20 Jahre Mauerfall. Wie präsent sind Ihnen noch die Ereignisse aus dem Herbst 89? Ich war mit dabei, als wir die erste Demonstration organisiert haben in diesem wichtigen Revolutionsjahr. Und in diesem Revolutionsjahr öffnete sich die Grenze und wir haben gemeinsam den Weg zur Freiheit gefunden und haben ihn auch aktiv gesucht. Und es war der Aufbruch für unser Land, in Freiheit und Demokratie voranzukommen. 20 Jahre sind seitdem vergangen. Lassen wir die Zeit ein wenig Revue passieren. Wie hat sich für Sie Thüringen in dieser Zeit verändert? Thüringen hat sich sehr gut verändert. Wir sind heute ein wunderbares Land mit tollen Chancen, grünes Land, kulturvolles Land, ein starker Mittelstand. Wir sind in der Bildungspolitik eines der führenden Länder in Deutschland und Europa. Wir haben exzellente Hochschulen, tolle Forschungseinrichtungen und auch die Infrastruktur hat sich vollkommen erneuert, sodass dieses Land in der Mitte Deutschlands, in der Mitte Europas gute Chancen hat, in dem 21. Jahrhundert weiter voranzukommen. Ähnlich wie im Fußball gibt es auch bei den Bundesländern Tabellen, Rankings. Was die neuen Länder betrifft, führt Thüringen sehr, sehr oft. Warum sind wir so häufig die Nummer eins? Die Menschen haben sich angestrengt. Seit 1989, 90 wollten sie für ihr eigenes Leben und für das Land nur das Beste. Aber auch die Politik hat gute Rahmenbedingungen geschaffen. Beides zusammen hat Thüringen vorangebracht und bietet auch die Chancen für die Zukunft, weiter gut voranzukommen. In diesen Tagen gibt es Umfragen, nachdem bemerkenswert viele Menschen sich ein wenig nach der alten DDR zurücksehen. Diesen Menschen werden Sie jetzt im Wahlkampf auch begegnen. Was sagen Sie denen? Schauen Sie sich doch einmal, wenn Sie schon älter sind wie ich oder noch älter, zurück und schauen Sie die Krankenhäuser an, die Altenheime. Das war kein wirklich sozialer Staat. Die Menschen haben sich engagiert. Sie waren persönlich überzeugt, das Beste zu tun. Aber der Staat hat in eine falsche Richtung instrumentalisiert und hat auch ideologisiert. Deshalb keine Nostalgie, sondern wir brauchen eine freiheitliche, eine demokratische Gesellschaft auch für die Zukunft. Vor 20 Jahren haben Sie sich besonders im kirchlichen Bereich engagiert. Viele unserer Zuschauer sind jetzt vielleicht gerade 20 oder 30 Jahre, haben diese Zeit eher im Kindergarten vielleicht noch so als Jungpionier erlebt. Um es denen mal zu erklären, wie gefährlich war es damals, sich gegenüber dem Regime kritisch zu äußern? Die SED hatte eine klare ideologische Vorgabe, denen alle Menschen Folge zu leisten haben. Aber sie haben nicht Folge geleistet, sondern es gab viele individuell andere Wege. Ein anderer Weg war, sich klar zur Kirche, klar zu Gott zu bekennen und dort auch Freiräume zu suchen. Das war dem Staat suspekt, der SED suspekt. Und deshalb war auch immer die Gefahr, dass bestimmte Entwicklungen dann nicht so nachvollzogen werden konnten, wie man sie sich selbst vorgestellt hatte. Deshalb, eigenes Engagement war wichtig, aber es war auch gefährlich.